die. Auf wen genau? Gib mal bitte den Namen durch. Tjark, Till und Freddy. Die fahren in einer Sportlimousine rum. Genau unter uns. Also wir haben versucht, Geld zu erpressen. Die werden von der Polizei gesucht. Am besten ist, wir kriegen die lebend. Dann liefern wir die der Polizei aus. Mit zwei Helis können wir auf jeden Fall was reißen bei denen. Schreib du jetzt mal bitte nach unten nochmal. Arno. Negativ, wir werden nicht abdrehen. Ihr werdet von der Polizei, EMD und SNAI gesucht. Und sagt, dass sofort geschossen wird. Weil die... jetzt ist doch hier... Wo sind wir jetzt gerade? Kriegsgebiet, Rebellen aus dem Posten. Rebellen aus dem Posten ist doch eine Safe-Zone, oder? Oder? Ja, das ist Kriegsgebiet, ist doch keine Safe-Zone. Es darf ohne an... gilt nicht für Zivilist gegen Zivilist. Achso, die schießen jetzt... Negativ. Wer ist da unten? Das, ja. Da unten sind noch Leute, die rumlaufen. Jetzt von der Polizei, EMD. Pass auf. Ich hab der Polizei. Da kommt EMD. Ja. Gerade, dass ich keinen Fallschirm anhab. Wir landen jetzt, die müssen wohl direkt am Außenposten sein. Das ist richtig. Wir haben denen schon geschrieben, dass die von der Polizei, SNAI und EMD gesucht werden und dass direkt geschossen werden kann. Wie gesagt, wir hatten denen vorgeschlagen, dass die uns Geld zahlen und wir lassen die in Ruhe. Das wollten die aber nicht. Deshalb, ihr dürft direkt schießen. Am besten wäre natürlich, wir kriegen die lebend. Weil die Polizei gibt uns dafür Geld. Teile mich irgendwie hier hinten am Berg ab. Direkt wieder 200 Meter hoch, ey. Ich lass dich hier runter, okay? Okay, die schießen schon. Also, sie schießen auf uns, ihr habt Feuererlaubnis auf die. Ja. Ja, ja. Die fahren wieder weg. Oder fahren sie einfach nur mit dem Auto rein? Die fahren mit dem Auto in eure Richtung. Ich hab sie nicht getroffen, glaube ich. Die fahren hier hinter dem Schilf her. Die fahren jetzt den Berg hoch, ich sehe sie. Lass mal die Shift-Taste los, Donny. Damit du nicht steigst. Okay, danke. Seht ihr die jetzt gerade noch? Ah. Da vorne. Da vorne, gerade. Da, lass mich eigentlich vor denen raus, abseilen, ich knall die weg. Die gehen raus, ne? Ja, ja, deswegen sag ich, lass mich hier hinten runter. Scheiße, ich werd hart getroffen. 78 Meter. 50. 34. Jetzt, Seile raus.
Bin unten. Ich will nur sagen, die Seile bleiben hängen. Jetzt bleiben die Seile hier drin, ey, das ist doch kacke. Da müssen wir sagen, von wo? Ja, das müssen wir verstehen, die haben da oben geparkt. Die haben hier oben auf dem Hügel geparkt, Leute. Arno ist mittlerweile draußen. Die fahren jetzt wieder runter zu euch, zum Rebellenaußenposten. Das ist doch scheiße mit den Seilen, ey. Unter unserem Heli sind sie. Wir sehen sie. Ich versuche sie in eure Richtung zu bringen. Drehen die, Sebastian? Nein. Die drehen leider nicht. Jo, wir starten wieder. Dann lass es uns nach dem Service Start in Natira nochmal versuchen. Tut fett. Arno, die fahren wieder den Weg hoch. Wir werden beschossen. Von wem werdet ihr beschossen? Und von Freddy, irgendwo Richtung Rebellenaußenposten. Haben sie sich aufgeteilt. Dann haben die sich ebenso wie wir aufgeteilt. Arno, versuch das mal zu sehen, ob du den Freddy sehen kannst. Wir kümmern uns um Till und Tjag. Keine Ahnung, wo die sind. Einer ist down, also Ermantraut ist down. Alter, so habe ich ja noch nie geflogen, ey. Wir sind runter von der Straße. Wo sind sie denn hin? Direkt runter. Dann kommen sie wieder zum Rebellenaußenposten zurück. Warte ich dort auf die am besten. Siehst du sie, Sebastian? Sebastian, siehst du sie? Nein. Doch, am Straßenrand stehen sie. Oder? Oh. Geradeaus. Machen die EMP-Typen da hinten. Also ich bekomme sie nicht rein. Wir haben noch ein Fuckradar. Also Jungs, ich sehe Freddy. Der ist... Ich markiere ihn euch auf der Karte. Till wurde von EMD... Wo sind die denn?
Da hinten rechts. Aber Freddy ist bei mir, Jungs. Freddy ist bei mir. Wo bist du? Da oben, ne? Auf dem Berg, bei den Steinen. Zwei habe ich, zwei sind noch hier. Einer ist fast direkt an meiner Posi. Ihr müsst immer für mich spotten. Ich bin hier unten fast an ihrem Hatchback. Also der Freddy ist noch bei mir. Wo bist du? Bist du? Bin ich gerade über dir? Wer ist denn gerade gestorben? Da vorne, genau vor mir liegt er bei dem Stein. Da, siehst du ihn? Er rennt genau auf mich zu jetzt. Wir kommen doch gerade bei dir runter, oder Arno? Ja, ja. Oh fuck, ey. 180 Meter noch. Sebastian, sofort raus. Hast du eine Waffe dabei? Nee. Der Freddy ist hier oben. Der Arno hat ihn markiert. Hast du eine Waffe dabei, ja oder nein? Ja. Okay, cool. Der ist jetzt hinter einem Busch. Ungefähr. Das schaffen wir noch vor dem Service da. Dann ist der auch noch tot. Der rennt weg. Der rennt wieder Richtung... Holt. Ja, hier ist noch einer an meiner Position. Den muss ich irgendwie töten. Wer ist es denn? Ich habe keine Ahnung. Der schießt hier auf jeden Fall rum. Der steht direkt an dem weißen Matchback. Sebastian, machst du bitte zu? Ja. 5 Minuten haben wir noch. Sebastian, hilfst du dem? Jungs, ich bräuchte jetzt echt Unterstützung. Ich kann nicht zumachen, du hast mir den Schlüssel nicht gegeben. Scheiße, egal, lass ihn offen stehen. Weil ich sehe nicht mehr. Ich versuche zu dir vorzudringen. Ich bin auf dem Weg zu dir runter. Der kriecht da immer noch rum. Ja, der ist wieder am Auto. Ich sehe nicht mehr. Du kannst ihn von da oben wegsnipen. Der ist direkt oben am Auto. Der schießt immer noch auf mich. Der weiß nicht, dass du da bist. Sehr gut. Das müssten wir alle gewesen sein. Fehlt nicht noch einer? Außer Freddy, der rennt da oben noch irgendwo rum. Okay, dann suchen wir noch Freddy. Oder schreibt dem Freddy mal, er soll sich ergeben. Der war bei mir. Hast du ihn umgebracht? Nee, ich sehe ihn nicht mehr. Er ist in Schilf gelaufen. Wisst ihr noch, wo der Freddy ist? Habt ihr eine Ahnung? Arno, du musst was sagen dazu. Du hast ihn jetzt letztes gesehen. Ja, der ist hier oben irgendwo rumgelaufen, das weiß ich. Habe ich ihn aus den Augen verloren? Er ist Richtung Schilf gelaufen. Sag das im Chat, der Typ will das doch wissen. Sag ich doch die ganze Zeit. Nein. Eben nicht, du sagst es nicht im Chat. Letzter Augenblick, letzter Sichtkontakt war Richtung Schilf. Okay, ich glaube, den finde ich eh nicht mehr. Der versteckt sich wahrscheinlich jetzt. Werden wir die halt nach dem Service-Start nochmal hochnehmen? Nee, das ist ja New Life-Regel.
Nach dem Server-Restart aber nimmer. Das wäre dann eine neue Story. Aber es hat doch gut funktioniert, den Tjark und den Till. Sprich, Tjark und Till haben wir getötet, richtig? Ist, wenn er im Schilf ist, der kann jetzt schon weg sein. Wir danken euch, EMD-Leute, dass ihr uns geholfen habt. Dankeschön. Na gut, die Folge ist ja beendet an der Stelle, weil der Server jetzt restartet. Coole Sache. Ich fand trotzdem mal witzig gewesen. Wir haben es mit Roleplay versucht. Wir haben versucht, denen einen Deal vorzuschlagen. Wir haben versucht, die Polizei zu einzubinden. So war es der Arno und ich. Hat leider nicht funktioniert. Also Leute, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Und hallo, Navriel. Tschüss. Hey, irgendwer